Willkommen zu einem neuen Video zu eCamp V5, diesmal das Drehen. Ganz einfach, wie erstelle ich eine Datei? Wir gehen hier oben auf Drehen, wählen erst einmal neue Aufspannung. Wählen die Frontseite oder Backside, je nachdem, wo bei euch der Nullpunkt ist. Sagen okay. Durchmesser 80 lassen wir jetzt mal so. Die Partlänge machen wir mal von 100, dann sieht man mal was. So, dann sagen wir okay. Ich sage das Ding schon 4,3 Kilo. Ich kann hier oben in die ISO-Ansicht gehen oder auf die Draufsicht gehen. 2D-Ansicht. So. Jetzt sehen wir schon, dass hier der Nullpunkt liegt. Als erstes wollen wir Plan drehen. Wenn ich jetzt keine Parameter ändere, sehe ich hier den Drehstahl und ich sehe hier sofort die Bewegung. Also der würde jetzt dieses Aufmaß eben einmal überdrehen. Ich könnte auch noch ein Schlichtaufmaß lassen von 10. So, dann wäre das schon mal übergeplant. Als nächstes möchte ich eine Kontur erstellen, das Außendrehen. Schritte Profil. Jetzt gebe ich mal hier einen Durchmesser ein von 30. Tiefe von 30. Dann sieht man schon hier 30. Das ist durchmesserbezogen jetzt hier. Jetzt mache ich als nächstes Schritt 45, eine Tiefe von 40. Dann mache ich, keine Ahnung, 60. Da möchte ich jetzt eine 80er Tiefe haben. Und jetzt möchte ich 80. Jetzt gehe ich hier auf 100. So. Das wäre jetzt die Kontur. Dann sage ich okay. Wir sehen sofort wieder einen Drehstahl und wir sehen sofort die Bewegung. Und jetzt können wir hier natürlich noch ein Aufschlichtmaß machen. Keine Ahnung. 200. Schlichtmaß auf Z. 200. Wenn ich Schlichten mit dem gleichen Werkzeug machen möchte, damit wir keinen Werkzeugwechsel haben, wird das dann so aussehen. Dann können wir hier okay sagen. Schauen wir uns das Setup an und wir können hier auch mal die Simulation starten. Jetzt wird das mal übergeplant, wie das, was wir gemacht haben. Und jetzt sieht man sehr schön, wie er oder vielleicht auch nur S, keine Ahnung, wie die Software jetzt die Simulation durchfährt. Wir können auch schneller machen. Stuft er das schön ab. Schlichtet und wäre fertig. So kann man das in die ISO-Ansicht drehen. Okay, so, jetzt fällt uns ein, müssen wir noch bohren. Sagen wir auch hier okay. Hier haben wir die Schritte, also erst Plan drehen, außen drehen. Jetzt gehen wir mal bohren Zentrum. Hier haben wir den Bohrer. Hier kann man das Werkzeug anwählen. 20er, sagen wir mal, oder 19er. Jetzt möchte ich hier eine Tiefe eingeben von 40. Dann sehen wir sofort schon, dass er tiefer bohrt. Und wenn ich hier eine Bohrerspitze hinzufügen anklicke, dann wird die Strecke, die wir fahren, plus Bohrerspitze genommen. Wenn ich das ohne mache, wird die Bohrerspitze nur bis dahin gesetzt. Okay, jetzt können wir das Ganze noch simulieren lassen. Fertig. Okay, so, jetzt können wir zum Beispiel sagen, wir gehen jetzt wieder in den Außenschruppen rein. Das möchte ich mit einem ganz anderen Drehstahl machen. Hier sind meine Drehstellen, die ich angelegt habe. Ich kann jetzt hier einen auswählen oder ich kann es so lassen. Aber man kann auch hier den Werkzeugdialog aufrufen, da kann man alles genau beschreiben. Ja, im Großen und Ganzen war es das schon, ne? Also es ist jetzt wirklich kein Hexenwerk und da kommt jeder gut mit klar. Wenn wir jetzt den Code erstellt haben oder die Bahnen erstellt haben, dann gehen wir hier auf G1, das erstelle den Code. Hier kann ich jetzt einfach draufdrücken und dann kriege ich hier mein Programm. Ob das Programm jetzt passend für eure Maschine ist, stelle ich dann den Postprozessor. Den kann ich aber hier mit editieren. Okay. Und hiermit kann ich jetzt praktisch alles ändern, was ich. Hier sehen wir so viele Leerzeilen drin. Also, wenn ich die jetzt rausgemacht habe, dann sehe ich hier schon, dass wenn ich in die nächste Spalte reinklicke, dass hier jetzt das, was ich geändert habe, sofort anders aussieht.
Na, hier haben wir wieder so eine Leerzeile. So, und jetzt kann ich hier auch sagen, wenn ich mit der Mach 4 arbeiten möchte, möchte ich eine Tab-Datei haben. Okay, speichern, erstelle Code und da ist wieder unser Code. Den Code, den könnt ihr euch, wie gesagt, über den Postprozessor anpassen oder ihr nehmt unseren für die Mach 4 und dann sollte das schon gehen. Ich bedanke mich für das Interesse und wünsche einen schönen Tag.